Hallöchen und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play Projekt. Noch unschlüssig, wie lange ich spielen werde. Von der App BeRed Cloud. Hab mir gerade schon mal so ein bisschen den Trailer auf deren Kanal angeschaut. Sah gar nicht so schlecht aus. Und ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Clash of Tribes hat so als kleinen Titel. Ich werde mich mit dem Facebook-Dingens anmelden, beziehungsweise einloggen. Hab's vorhin eigentlich schon getan, jetzt will das komischerweise nicht mehr. Einloggen. Nee. Komischerweise will er jetzt nicht mehr auf die Facebook-Verbindung zurückgehen, wobei ich eigentlich vorher das getan habe. Vorhin ging's, jetzt geht's nicht mehr. Okay. Da würde ich sagen, ich logge mich kurz ein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wenn wir uns eingeloggt haben, dann sehen wir dieses Menü. Komischerweise konnte ich über das Login bis Facebook gar nichts mehr machen. Also ich habe mich zwar eingeloggt, aber es ging nicht weiter. Deswegen einfach auf Account anlegen drücken und theoretisch kommt man einfach schon weiter, ob man sich da noch anmelden muss, werden wir gleich sehen. Wir können zwischen drei Klassen anscheinend auswählen. Einmal den, ich denke mal, das wird ein Jäger sein, der erste. Dieses weiße Symbol, der soll anscheinend Rindvieh oder irgendwelche Viecher symbolisieren. Lakota, Comanche, einen mit einem Beil und der kann anscheinend Pferde reiten, wie auch immer. Und rechts Pawnee, das ist so ein Wildjäger anscheinend mit Füchsen und so weiter. Kann man hier irgendwie. Ja, okay, kann man da oben auf so dieses I drücken, da oben, über den Namen. Die Dakota oder Teton-Bewohner der Ebene sind die westlichste Stammesgruppe der sogenannten Sioux. Hier haben wir. Achso. Als erster und mehr oder weniger einziger Indianerstamm übernahmen sie das Pferd und züchteten die Tiere. Die haben das Pferd übernommen, ich dachte die mittleren. Das Leben als Bisonjäger wurde von diesem Zeitpunkt an viel rentabler. Bei heißem Wetter trugen die Männer einen Lendenschurz und einen Mokassin, einen schlichten Schlupfschuh aus tierischen Fellen. Im Winter wärmten sie sich mit Lederhemden, Leggings und Fellmänteln. Ähnlich der Lebensweise der Pawnee waren die Lakota zunächst Bauern und pflanzten ihre Lebensmittel an. Nachdem das Pferd ihnen Mobilität brachte, begannen sie fast nur noch Tiere zu Pferde zu erjagen. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts wurden die Lakota von dem Stamm der Ojibwa bedrängt. Die Ojibwa waren durch gute Handelsbeziehungen besser ausgestattet und die Lakota zogen so in die nördlichen Plains. Ich denke, ich werde sowieso Pony nehmen, deswegen können wir uns nicht mal alles durchlesen. Die Comanchen sind ein kriegerisches Volk unter benachbarten Stämmen schlichtweg als Feinde oder Schlangen bekannt. Ihr Name ist eine spanische Form des Wortes Comanche oder Comats, was so viel wie Fremde bedeutet. Als erster und mehr oder weniger einziger. Okay. Das ist genau das gleiche wieder, komischerweise. Nachdem die Comanchen Kontakt mit den europäischen Einwanderern hatten, adaptierten sie deren Kleidungsgewohnheiten. So tauschten sie etwa ihre Leggings aus Leder mit den uns bekannten Jeanshosen. Arm und Reich unterscheideten sich oftmals nur durch den Besitz eines Pferdes. Die gesellschaftliche Stellung wurde jedoch durch die Jagd- und Kriegserfolge eines Indianers bestimmt. Die persönliche Ehre spielte auch im Krieg eine wichtige Rolle. Anstatt sich gegenseitig auszulöschen, wollten sich die Stämme eher untereinander beweisen. So galt es als ehrenvoll, die Chance zu haben, feindliche Krieger zu berühren, ohne sie direkt zu verletzen. So, und ich denke, wir werden den Pawnee nehmen. Die Pawnee lebten anders als manche Indianerstämme in regelrechten Dorfgemeinschaften zusammen. Als Behausung dienten ovale Erdhütten, die nicht so mobil wie Tipis waren. Getötete oder verwundeten Pferden fertigt man zur Ehrung Gedenkstäbe an. Diese wurden dann öffentlich ausgestellt, um die Hinterbliebenen an das Opfer des Tieres zu erinnern und es wertzuschätzen. Die Pawnees stellten ihre Kleidung aus dem her, was ihnen die Jagd hergab. Frauen trugen Röcke aus Tierhäuten und ein blusenartiges Oberteil. Wenn es das Wetter zuließ, trugen die Männer gar kein Oberteil. Dank der Pferde konnten die Pawnees längere Strecken bewältigen und mussten den Bisonherden nicht mehr tagelang zu Fuß auf ihrem Weg zu neuen Wasserquellen folgen. Religiöse Rituale waren allgegenwärtig, so beispielsweise das Morgensternopfer, welches dem Stamm Fruchtbarkeit, eine gute Ernte und sowohl Glück bei der Jagd als auch Kriegserfolge bescheren sollte. Gut, ich würde sagen, wir nehmen den. Und das ist jetzt wirklich die Anmeldung über dieses hier. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass ich mich nicht anmelden kann mit Facebook. Könnt ihr gerne mal nochmal probieren, gemeinsam. Vielleicht funktioniert es ja dann. Da hört euch noch gleich mal diese geile Hauptmusik hier. Hauptmenümusik. Genau so ist es. Okay. Wie gesagt, ich logge in with Facebook. Eigentlich relativ einfach. Anmelden, bestätigen und eigentlich, man sieht es, man kommt eigentlich auf dieses Menü, wo wir gerade schon waren, da. Und ich wurde von wieder rausgeschmissen, komischerweise. Deswegen, ich bleibe jetzt mal hier, Pony. Und werde ein Pony. So. Das heißt also, du bist jetzt ein Indianer, der Pony. Welchen Namen hat dir dein Vater gegeben? Ja, also ihr solltet irgendeinen Usernamen eintragen. Na, wir nehmen einen richtigen.
Ja, klingt so komisch. So, ja, mit Facebook, wie gesagt, kann man sich relativ einfach anmelden. Ansonsten halt einen Account erstellen, was glaube ich auch nicht allzu kompliziert sein sollte. Willkommen zu B-Red Cloud. Schaut doch gleich mal die neuesten Features und Verbesserungen dieses Updates an. Überarbeitetes Tierverhalten, versteckte Häuptlingskarten zu sammeln, durchstreuen die Levels nach ihnen. Und erhalte deine Belohnung, viele neue Kleidungsstücke, andere Gegenstände und individuelle Sieg- und Niederlage-Animationen für Herausforderungen. Verfolge deinen Fortschritt über den neuen Statistikbildschirm im Tippi. Spannende tägliche und wöchentliche Quests, erledige sie innerhalb der gegebenen Zeit und du wirst belohnt. Sehr schön. Übersichtskarte. Auf der Übersichtskarte hast du einen Überblick über deine freigeschalteten Missionen. Starte mit einem Klick auf das Banner bei deinem Dorf die erste Mission. So, links haben wir unser Dorf. Also ihr seht so ein bisschen die Karte hier. So eine größere Karte. Können wir ein bisschen rumscrollen vielleicht. Schauen wir mal. Okay, das ist eine relativ kleine Karte. Also recht überschaubar. Zumindest bisher. Wer weiß, ob die Wolken rechts und links und so oben noch irgendwann verschwinden. Wir haben aktuell anscheinend 1000 Punkte. Wenn wir mal oben gucken. Sammler, Darkhunter, Pony, 1000. Und ich würde sagen, wir klicken einfach mal hier rauf. Das Dorf. Lerne das Indianerleben und die Grundzüge des Spiels in diesem Tutorial kennen. Wir sind die Lakota, die Kinder des großen Geistes. Wir leben in den großen Weiten unseres Landes und verehren die heiligen Berge, die Black Hills. Gemeinsam mit unseren Brüdern der benachbarten Stämme machen wir Jagd auf den Bison, der uns sein Fell, sein Fleisch und seine Knochen schenkt. Springen. Oh, das ist aber auch bei meinem Gerät so ein bisschen. Okay, nee, es war gerade noch. Hat anscheinend noch ein bisschen geladen. Springen. Drücke auf Chaiten, um zu springen, komme so leicht an Objekten vorbei oder an schwer erreichbare Stellen. Bewege deine Kamera. Sieh dich um, bewege dazu den Finger auf der rechten Bildschirmhälfte. Ja. Lauf, indem du den Finger links nach oben ziehst. Okay, einfach so drücken reicht nicht, man muss nach oben ziehen. Verstehe. Wenn du dich verlaufen hast, Geistertier, wenn du dich verlaufen hast, dann rufe hiermit dein Geistertier zur Hilfe, damit es dir den Weg zeigt. Komm, mein Sohn, zunächst werden wir ein paar Zielübungen machen. Oh, es sieht süß aus. Okay, da hinten müssen wir hin anscheinend. Geh zu deinem Vater. So. Waffen sammeln. Waffen können durch einen Klick auf die jeweilige Waffe eingesammelt werden. Na? Habe ich alle Waffen schon mitgenommen, die ich brauche? Weiß nicht, hier steht ja zumindest immer noch was. So ein Pergament. Unsere Waffen. Alle unsere Waffen werden sowohl im Krieg als auch bei der Jagd eingesetzt. Speer, Bogen und Tomahawk. Okay, jetzt habe ich gerade ein bisschen was bekommen dafür, dass ich das gelesen habe. Geh zu deinem Vater, da hinten ist er. Nimm mal das blau markierte und der möchte jetzt erstmal ein paar Zielübungen geben. 50 Punkte haben wir bekommen, da oben seht ihr 50 Punkte. Dafür, dass wir das anscheinend gerade gelesen haben. Ziel auswählen. Du kannst auf Tiere oder Zielscherben zielen, indem du sie antippst. Treffe die Zielscherben und beweise mir, dass du so weit bist und dich zur Jagd mitnehmen kann. 8, okay. Ja, auch denn. Wir können nicht schießen. Ah, okay, verstehe. Ups, neun Tierchen. Ich verstehe noch nicht so richtig, was ich hier machen soll. Dass wenn ich da oben dieses Pergamentchen da antippe, passiert nichts. Mach das mal weg am besten. Das wäre total nett, wenn du es wegmachen würdest. Aber macht er anscheinend nicht so. Jagdübungen. Niemand kommt als Jäger auf die Welt, doch seit deinem siebten Sommer lernst du nun den Weg des Jägers. 100 Punkte. Dennoch möchte er nicht so wirklich zielen, ne? Er hat ja ganz schön einen Speer in der Hand gehabt. Was ist denn daran so schwierig? Das ist so ein Fingerabdruck, aber ich kann damit gar nichts machen. Hä? Sich verarschen? Kann man das Menü irgendwie nochmal wegmachen? Option. Vielleicht kann man hier irgendwie was ändern. Man kann was. Okay. Sprache kann man auch ändern, wenn man Bock hat, aber eigentlich will ich jetzt. Nee. Nee, lass mal das auf der 12. Ah ja, jetzt. Doch nicht. Ich habe das erstmal angeklickt. Und jedes Mal, wenn man es antippt, dann muss ich näher ran. Eigentlich nicht. Ah ja. Schlicht. Ich glaube, ich muss einfach ein bisschen näher ran gerade. Waffe wechseln. Suche. Okay, ich weiß nicht, was das für ein komisches Zielsystem ist. Die Waffenauswahl erlaubt dir, die jeweilige Waffe zu wechseln. Ja. Jetzt können wir eine Axt werfen. Sehr schön.
Bam. Guck mal schon, das trifft ja immer nach unten. Kann man ein bisschen nach vorne laufen? Kann man auch machen. Der war halt ein bisschen genauer, je weiter wir nach vorne laufen, weißt du? So, langsam ist er ganz vorne. Ja, ich habe eine Waffe ausgesucht. Nur Ah, klicke auf die Joe, Sachen, um sie das wieder ist einzusammeln. Okay, man kann sie wieder einsammeln, sehr schön. Joe, na, Dann gehen wir ein Fast bisschen näher hier. na, Joe. Auf zu kämpfen jetzt. Woher? Okay, ich schaue noch, dass man Ich will die auch hinlaufen. wieder aufsammeln. Achso, doch, kann man wieder aufsammeln. Schwierig. Man muss sie Das direkt ist schon anklicken los, und aber das ist schon muss los. aufpassen, dass man nicht gleich direkt Hoffe, wieder das neue ist wirft. die Gusteinlo. Woher? Ja auf, Alter. Wo, nach oben eigentlich. Komischerweise, man kann diesen Ja, ich Kampfmodus schaue nicht noch, wieder genau. beenden, ne? Ja, ich schaue noch. Oh, Junge. Geht doch. Okay, muss woanders hinklicken. Nehmen wir uns mal die Waffe, das Ding wieder mit? Nein. Lass das liegen jetzt. Ich würde doch nur meine Pfeile wieder mitnehmen. Ach, du Unfähiger, wirklich. Boah, Alter, ohne Scheiße. Ich hab ja ein iPad Mini 2. Das ist ja gar nicht so schwach. Und Ja, trotzdem sag ruckelt ich das mega krass. Also, ihr nur. braucht definitiv ein starkes Gerät, um das spielen zu können. Erkunde das Level und entdecke neue Aufgaben. So machst du mir keine Ehre. Du musst dich besser konzentrieren, mein Sohn. Eigentlich sollten wir die Bisons aufspielen. Glaubst du, dass du schon genügend geübt hast? Muss ich dir antworten oder wo muss ich hin? Da hinten muss ich hin. Da, man kann da zwei Dinge jetzt hin, okay. Wir sollen ja, also guck mal, wie ruckelig das ist. Holy shit. Wir sollen ja also, hier kann man irgendwo noch springen, glaube ich, konnte man, oder? Was siehst du, dass man von springen konnte? Erlege einen Truthahn. Na gut, dann machen wir erstmal ein paar Missionen hier in unserem kleinen Dörfchen. Ich meine, wir haben 200 Punkte bisher, nur das ist jetzt nicht allzu viel. So, hier habe ich gerade einen Truthahn gesehen, aber ich habe auch diese Pergamentrolle da oben gesehen. Tippis, wir leben in Tippis, sind unsere Brauhäuser, sind rund und sind 5 bis 7 Schritte groß. Okay, wieder ein bisschen was dazu gelernt. Da ist ein Truthahn. Da, hi. Ich glaube, man muss näher ran, bis das Auge sich gefüllt hat, oder? Oder laufen, ach, nee, laufen die erst weg. Okay, verstehe. Nicht weglaufen, ich bin euer Freund. Ich will euch doch nur braten. Er sieht mich schon an, so ein bisschen. Ruhe. So, jetzt kann man ihn theoretisch abschießen. Bam. Oder auch nicht. Mein Gott, ist der unfähig. Gib mal die Dinger wieder her hier. Ja, wie soll ich ein bisschen Truthahn erlegen, wenn die so, mich so schnell wieder finden? Vielleicht kann man so einen langen Bogen nehmen. Vielleicht ist der besser. Durchaus. Oh Gott, ist das schlecht. Oh Gott, ist das schlecht. Die rennen ja immer wieder weg. Ha! Erwischt, glaube ich. Oder? Ich glaube ja. Ich habe das 4 erwischt. So, hier müssen irgendwo noch unsere Pfeile liegen. Ich glaube, das ist einer. Ja, das sind unsere Pfeile. Oh Quatsch, Junge, gib mir meine Pfeile wieder, ey. Danke. Dennoch habe ich irgendwo noch einen abgeschossen. Oder? Je mehr du über unsere Mutter Erde lernst, umso erfolgreicher wirst du auf die Jagd dann. Also sammle fleißig diese Federn ein. Welche Federn? Ich dachte, ich hätte einen getroffen. Anscheinend aber doch nicht. Können wir nochmal einen machen? Ich glaube, man muss es im Laufen, muss man schießen. Im Laufen, da hat zum Beispiel was Besseres wieder. Bam! 52 getötet. Ah, so, komm her, hier, gib den Pfeil her. Du kannst gar nicht mehr leben. Sehr ruhig. Okay, den Pfeil will er mir nicht mehr wieder geben. Das heißt, den Pfeil, anscheinend verlieren wir den Pfeil. Wenn wir ein Monster damit erlegen. Aber wir können auch nichts damit machen, anscheinend. So, Reise fortsetzen. So, wo geht's lang? Mein kleines Hundchen. Ach, das kann ich ja gar nicht. Eigentlich scheiße hat das Ding Cooldown. Da oben ist noch am Lagerfeuer. Ist ja noch was? Die Lakota. Wir sind die Lakota. Gemeinsam mit unserer Brüder und Schwester gehören wir zu den Sinuks, die in der großen Weiten der Prärie leben. Bin ich hier aber nicht bei unserem Volk?
Ich dachte. Heilige Kacke, ey. Ja, hier brauchen wir wirklich. Ja, wenn man nach unten guckt jetzt. Wenn man aber links nach oben guckt, ist es ein bisschen schwieriger. Na, jetzt geht's auf. Nee. Doch, bei mir zumindest. Jetzt geht's bei mir zumindest. Ja, jetzt nicht mehr. Also ist ein bisschen flüssiger, wenn man nach unten guckt. Oh, hi. Guck mal, die sehen mich gar nicht, oder? Na, kommt schon, ihr Vögel. Ey, tipp den nicht mal an, ne? Der kommt nicht mal auf die Idee, den anzutippen. Ach, leck mich. So, wir hatten irgendwo noch einen blauen Kreis gehabt. Wo waren die gewesen? Wir hatten die Truthähne. Und irgendwo anders hatten wir noch einen Kreis gehabt. Tja, gute Frage. Aber ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz ein Päuschen. Dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder. Und mal gucken, wo es hier weitergeht. Ich hoffe, mein Geistergefährt ist dann endlich mal wieder ready, um uns den Weg zu zeigen. Aber ansonsten müssen wir ein bisschen im Dorf rumgucken. Ah, da hinten ist, glaube ich, was. Genau, geradeaus. So, jetzt etwa über mein Herrchen. Da. Ja, und dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.